herzlich willkommen zu meinem neuesten Video. Wo will ich mit diesem Kanal eigentlich hin? Was will ich machen? Für wen ist dieser Kanal? Das sind alles Dinge, die habe ich mich selber gefragt. Und welchen Platz nehme ich, Frank Teger, jetzt eigentlich in dieser Szene ein? Was will ich machen? Wo will ich hin? Was will ich euch zeigen? Das sind alles Dinge, die weiß ich selber noch nicht. In meinem letzten Video ging es um Flywheel-Training. Das war ein eher exotisches Trainingsmodell. Aber was ich gemerkt habe und was mich vielleicht ausmacht, dass ich eben nicht der typische One-Shot-Guy bin, der eben auf die Dinge nur eingeht, die Fitness betreffen. Ich bin Psychologe von der Ausbildung her. Ich habe zwei Unternehmen gegründet. Was ist es eigentlich, was mich ausmacht, was ich in diesen Videos rüberbringen kann? Und am Ende bin ich zu dem Schluss gekommen, dass ich mich gar nicht so richtig festlegen will. Auf der einen Seite ist es eben dieses Thema Training, ist es das Thema, wie bringe ich eigentlich Leistung. Auf der anderen Seite gibt es so viele andere Dinge, die es absolut wert sind, angeschaut zu werden, von Filmmaking, dem, was wir jetzt machen, hin zu der Philosophie hinter Training, Coaching. Coaching ist ein großes Thema. Wie kann ich eigentlich Menschen helfen? Wie können Menschen sich selbst helfen, in ihrem eigenen Leben Dinge besser zu machen, glücklicher zu sein und so weiter? Und das ist vielleicht das, was mir am nächsten, an meinem eigenen Herzen ist. Menschen zu helfen, Dinge besser zu machen. Oftmals ist es so, dass man diskutiert auf Social Media, man diskutiert mit den Menschen und was dabei rauskommt, ist immer dieses Gefühl, da kommt jemand, der will alles besser wissen. Und genau das Gegenteil will ich eigentlich hier tun. Am Ende sind es Kontroversen, man streitet sich um Dinge, die gar nicht so wichtig sind. Ist das ein bisschen mehr Volumen? Soll ich dreimal oder zweimal die Woche trainieren? Hat der den größeren Bizeps? Das sind alles Dinge, die sind unwichtig. Und deswegen will ich mit diesem Kanal was anderes machen. Ich will versuchen, Dinge zu zeigen, von denen ich glaube, dass sie wichtig sind. Dinge, von denen ich glaube, dass sie Menschen, die diese Videos schauen, auch tatsächlich weiterbringen. Das heißt aber auch, dass ich vielleicht nicht nur in das Thema Training reingehe, sondern dass ich auch zum Beispiel viele Performance Psychology Themen anspreche. Wie kann man Ziele besser erreichen? Ich bin jetzt 35 geworden, ich bin nicht wirklich jung, aber ich bin auch nicht mehr wirklich alt. Die meisten Leute, die ich kenne, die in meinem Alter sind, die sind immer noch irgendwo auf der Suche, die versuchen was zu verändern, versuchen sich selber zu finden, ob sie jetzt Kinder haben, eine Karriere haben und so weiter. Es gibt immer irgendwo etwas, wo wir Menschen versuchen uns zu verwirklichen, und genau das will ich auch hier ansetzen. Training ist nichts anderes. Warum trainieren wir? Wir trainieren, um besser auszusehen, wir trainieren, um mehr Leistung zu bringen, wir trainieren, um gesünder zu sein. Was bedeutet das eigentlich für uns? Genau das sind die Dinge, davon wird es mehr auf diesem Kanal geben. Es geht auch viel mehr davon geben, was es eigentlich bedeutet, Trainer zu sein, was es bedeutet, Coach zu sein. Und als Coach, das ist wirklich was anderes als Trainer sein. Es tut mir leid, auch wenn viele dieses Wort immer gerne benutzen. Die meisten Leute, die ich kenne, haben keine Ahnung, was Coaching eigentlich ist. In der nächsten Zeit wird es wird Produktreviews geben, es wird coole Videos geben. Ich versuche wirklich auf Qualität zu achten. Und ein Thema, womit wir auch direkt einsteigen können. Ich bin schon wieder verletzt. Ja, dies war schon wieder ein Unfall. Ich hatte das gleiche Thema letztes Jahr. Und was ich gemerkt habe, ist, dass leichte Verletzungen uns oftmals ganz aus dem Takt bringen, ganz aus dem Takt, den wir eigentlich haben. Und es passiert etwas Unvorhergesehenes. Und das müssen nicht nur Verletzungen sein, das können alle möglichen Dinge im Leben sein, die passieren. Und auf einmal ist gefühlt alles anders. Gefühlt. Ja, letztes Jahr hatte ich eine Fußverletzung und da bin ich halt auch relativ oft dann einfach gelaufen, hab gehumpelt, hatte Schmerzen. Und was passiert ist, ich habe mein Laufmuster habe ich angepasst. Und was mir dann aber zwischendrin aufgefallen ist, muss ich das eigentlich tun? Also müssen diese kleinen Dinge uns aus dem Leben bringen? Was ich gemacht habe, ist tatsächlich stoisch zu sagen, nein, ich zwinge mich jetzt einfach mal normal zu laufen. Das tut nämlich auch weh. Und was ich dann gelernt habe, ist, ob ich jetzt humple oder nicht, hat keinen Unterschied gemacht. Es hat immer weh getan, aber ich habe mir kein schlechtes Muster angewöhnt. Genauso jetzt hier, diese kleine Verletzung. Ich war auch schon wieder einen Tag voll aus dem Takt. Ich habe überlegt, scheiße, jetzt kannst du nicht schreiben, aber du musst schreiben, das ist dein Job.
Du musst für die DKKA schreiben, unsere Akademie. Du musst für deine neuen Bücher schreiben. Du kannst gar keine Kamera halten und so weiter. Aber was ich gemerkt habe, ist scheiß drauf. Ich mache es einfach trotzdem. Und nachdem ich das beschlossen hatte, habe ich gemerkt, irgendwie geht's trotzdem. Ja, es ist uncool, aber es funktioniert trotzdem. Vielleicht hast du bereits einige Situationen im Leben gehabt, wo du gemerkt hast, dass dich leichte Dinge aus der Bahn bringen. Und wenn wir mit einem Rat, einer Idee schon anfangen, die ich auch mit meinen Athleten immer habe, wenn dich etwas aus dem Takt bringt und die Frage kommt, oh mein Gott, was mache ich denn jetzt? Dann ist die erste Idee, vielleicht machst du einfach erstmal gar nichts und versuchst, die Dinge genauso zu machen, wie du sie machen würdest, wenn was auch immer passiert ist, nicht passiert ist. Ob es eine Verletzung ist oder ob es irgendein Tiefschlag im Leben ist. Du machst einfach immer wieder das Gleiche. Und das ist so dieser erste Anfang von dem, was ich überlegt habe. Das Gleiche habe ich eben auch mit den Kameras gehabt und mit dem Filmen von diesen Videos. Ich wollte immer alles perfekt machen. Ich habe Ewigkeiten das gebraucht, dies, das zu machen und dann eine neue Kamera gekauft. Und dann habe ich es doch wieder nicht hochgeladen, weil mir irgendwas nicht gefallen hat. Und das ist vielleicht auch eine Sache. Manchmal sind die Dinge nicht perfekt, aber es kommt darauf an, erstmal etwas hochzuladen, erstmal etwas zu machen, erstmal etwas wirklich zu erledigen. Und das Gleiche ist im Training auch das Gleiche. Lass dich von den Dingen nicht wirklich rausschmeißen. Manchmal ist das einfach so und wenn man da trotzdem weitermacht, als wäre nichts passiert, ist das manchmal schon alles, was du brauchst, um tatsächlich wieder in den Trott zu finden. Was wird auf diesem Kanal jetzt kommen? Ich bin umgezogen. Umziehen ist auch immer eine ganz heiße Geschichte. Dann wurde bei uns eingebrochen, das alte Haus wurde verwüstet. Das neue Haus ist teurer. Wir mussten das Unternehmen hat uns sitzen lassen. Das Coole ist, ich habe was Neues und das ist mein neues Studio. Das zeige ich euch jetzt erstmal. So, was für mich völlig neu ist, ich habe tatsächlich mein eigenes Studio, ein Studio, in dem ich drehen kann, ein Studio, in dem ich den Platz habe, das zu machen, was ich will. Wir sind natürlich noch nicht fertig. Ich nehme dich kurz mit auf eine kleine Tour. Wie du siehst, ich habe mich komplett ausgestattet mit einem Greenscreen, mit Hintergründen, mit einer vernünftigen Beleuchtung, einem Godox SL60W, Falcon Eyes Lichtern, vielen Stands und so weiter, eine Nikon Z7. Es wird auf jeden Fall hier einiges an Videos geben. Es werden Tische reinkommen, es wird tatsächlich ein ganzes professionelles Studio hier eingebaut werden, damit ich diese Videos machen kann. Es ist aber auch tatsächlich der Ort, an dem ich viel trainieren werde. Ich habe zum ersten Mal im Leben keine Gym-Membership mehr. Ich gehe, was mein eigenes Training angeht, komplett neue Wege. Und auch du wirst definitiv auf diesem Kanal viel mitbekommen, wie gehe ich an mein eigenes Training ran, was machen wir daraus, in welche Richtung wird es bei mir gehen. Neben mir steht ein klassisches Tomahawk Cyclingrad. Das hat überhaupt keine Elektronik, gar nichts. Es ist richtig oldschool, es ist auch ein bisschen verrostet. Ich habe das für einen sehr günstigen Preis geschossen und einigermaßen wieder fit gemacht. Es müssen noch einige Teile ausgetauscht werden, aber generell ist es verrückt, was man für einen günstigen Preis kriegt. Dieses Gerät werde ich benutzen für mein eigenes Cardio-Training, für das Training, mit dem ich in den nächsten 12 Monaten mindestens Gas geben will. Irgendwann kaufe ich mir auch noch ein Concept 2 Rudergerät, das kommt hier auch noch rein. Das Thema Heimstudio ist ein ganz großes, was auch für dich ein absolutes Neuland sein wird. Ich werde tatsächlich nur noch mit meinem Flywheel und Kurzhanteln, vielleicht mit Kettlebells arbeiten. Ich werde in den nächsten 12 Monaten nicht mehr selbst für mich mit Langhanteln arbeiten. Nicht, weil ich gegen Langhanteln bin. Ich bin eigentlich ja dafür bekannt, Langhanteltrainings zu geben und Langhanteln sind mein Lieblingstool. Es geht mir eher darum, ich habe hier nicht die Möglichkeit, Langhanteln fallen zu lassen. Also arbeite ich mit meinem Tomahawk und natürlich mit der K-Box. Die K-Box ist tatsächlich eines der Geräte, was mich in den letzten Jahren am meisten beeindruckt hat. Man kann mit diesem Gerät einfach so viel machen. Deswegen habe ich auch mein Flywheel-Training-Video als erstes rausgebracht, weil das etwas ist, was mich beschäftigt hat. Auf jeden Fall wird es noch einige andere Sachen geben. Hier seht ihr zum Beispiel
Die MacGrips sind zum Beispiel ein Tool, was ich in den nächsten Monaten auch wieder viel stärker benutzen will. Mein Studio werde ich ausbauen, darüber werde ich euch was zeigen. Ich werde euch zeigen, wie ich mein Training plane. Ich werde viel zu verschiedenen wissenschaftlichen Themen reden. Und ich werde euch auch zeigen, wie ich mir zu Hause mein eigenes Studio hier ausbaue. Ja? Also das hier wird in den nächsten Jahren mein Zuhause, mein Kanal zu Hause. Und vielleicht wird alles etwas größer. Momentan sind überall noch Kisten. Wir sind gerade erst eingezogen. Und ja, ich hoffe, dass das hier großartig wird. Wir sind wieder hier. Und worum soll es bei diesem Kanal eigentlich gehen? Es soll um Training gehen, es soll um Philosophie gehen, es soll um Psychologie gehen, es soll um Kameras gehen. Es soll um alles das gehen, was ich sau interessant finde. Wer weiß, wo wir in 5 Jahren sind. So weit plane ich überhaupt nicht. Aber um nochmal zu dem Thema von vorhin zurückzukommen. Manchmal glaubt man, die Dinge sind noch nicht so gut. Man kann sie nicht hochladen. Wir werden auf jeden Fall auch auf Events fahren, unter anderem auch auf Messen. Dieses Jahr werden wir wieder auf der FIBO sein. Und letztes Jahr auf der FIBO habe ich auch damals gefilmt den Start. Wir waren mit der DKKA gerade am Start. Wir haben gerade unsere T-Shirts bestellt. Wir waren noch überhaupt nicht im Handelsregister. Und dabei habe ich schon angefangen zu filmen. Das ist jetzt bald, ist das ein Jahr her. Aber ich habe dieses Video nie hochgeladen. Und um euch zu zeigen, welche Qualität, welche Ideen und was für eine Art Videos vielleicht auch in der nächsten Zeit kommen wird, lade ich dieses Video jetzt an das Ende von diesem Video hier hoch. Viel Spaß dabei! Thank you.